Für das Schwarzbuch Markenfirmen hat Klaus Werner diesen Skandal recherchiert und mehr als 50 weitere Beispiele für große Sünden bekannter Markenfirmen gesammelt. Was soll man davon halten, wenn man erfährt, dass praktisch jeder Ölkonzern, vor allem in Afrika, großflächig Landschaft verwüstet, während die eigentlichen Bewohner des Gebietes inmitten des Ölreichtums in Dreck und Armut leben müssen? Doch selbst wenn uns das wütend macht, was können wir Konsumenten schon groß dagegen tun? Es geht darum, dass Konsumenten nicht mehr nur auf Qualität schauen, sondern auch auf die Herstellungsbedingungen. Das heißt, sie sollen ganz massiv bei den Herstellern einfordern, dass in den Produktionsbedingungen soziale und ökologische Mindeststandards eingehalten werden. Da gibt es bei vielen Firmen viel zu fordern. Selbst der Stern, der für Spitzenleistung deutscher Ingenieurskunst steht, hat seine Schattenseiten. Der Daimler-Konzern baut auch Waffen, sogar besonders heimtückische Minen, die von einigen NATO-Mitgliedern als Antipersonenminen geächtet sind. Wer will, kann sich natürlich ein anderes Auto kaufen, aber Boykott ist nur eine Lösung. Ansonsten glaube ich nicht, dass es etwas bringt, jetzt auf die Firma X statt die Firma Y umzusteigen, wenn die das nicht merken. Ich glaube, es bringt viel mehr, wenn in den Konzernzentralen wahrgenommen wird, unsere Kunden legen darauf Wert, dass unsere Produktionsbedingungen stimmen. Besonders viel Nachholbedarf hat dabei scheinbar die Modeindustrie. Schon lange sind fast alle Arbeitsplätze in Billiglohnländer verschoben worden und die können kaum billig genug sein. Besonders menschenverachtend agierte zum Beispiel der trendige Modehersteller Tommy Hilfiger, und zwar in Asien. Dort sind sogar auf vorher unbewohnten Inseln ganze Arbeitslager entstanden, in denen die Arbeiterinnen teils wie Gefangene gehalten wurden, bei minimalem Lohn. Als Menschenrechtsverbände dagegen protestierten, kündigte Hilfiger zwar alle Verträge, doch suchte er sich anderswo neue Billiglieferanten. Seine Konkurrenten verbesserten die Bedingungen. Denn Markenhersteller fürchten Imageschäden. Als Jugendliche vor der New Yorker Nike Town gegen die Geschäftspraktiken des Turnschuhimperiums protestierten, war die Botschaft klar. Wir haben dich groß gemacht, wir können dich zerstören. Doch muss man nicht unbedingt auf die Straße gehen. Ich kann aber auch dem Vorstandsvorsitzenden eine E-Mail schicken. Wir haben im Schwarzbuch Markenfirmen die E-Mail-Adressen der Vorstände und der Pressesprecher angeführt. Das wird sehr wohl wahrgenommen, weil wenn der jetzt irgendwie 2.000 oder 3.000 oder 4.000 solche E-Mails bekommt, dann ist bei denen Feuer am Dach. Sportartikel sind ohnehin ein Kapitel für sich. Weil der Lohn der Eltern zum Überleben nicht reicht, müssen in Pakistan schon die Kleinsten von morgens bis abends für Pfennigbeträge teure Markenfußbälle herstellen. Dabei geht es auch anders. Mit Bällen, an denen die Arbeiter genug verdienen, um ihre Kinder zur Schule zu schicken. Manch kleiner Sportverein, etwa der TuS Ennepetal, lässt nur noch diese Bälle rollen und forderte den Deutschen Fußballbund auf, es gleich zu tun. Dessen Hauslieferant versprach Besserung und verpflichtete einen Menschenrechtsbeauftragten. Der hat vorher jahrelang Hilfsprojekte in Pakistan organisiert und einen guten Ruf zu verlieren. Seitdem können auch die Menschen, die in Pakistan Bundesliga-Bälle herstellen, davon zumindest überleben.